Die Beute, würde der Laie sagen. Korrekt, also in richtigem Jägerlatein, ist es die Strecke, die hier vor dem Jagdschloss Hohenbrunn ausgelegt wird. Und zwar nicht, um sich über Trophäen zu freuen, wie der Laie ebenfalls meinen könnte. Die Streckenlegung ist eine besondere Verehrung des Wildes, ist eine besondere Wertschätzung, die man ausdrückt. Da gibt es eine genaue Reihenfolge, wie die Wildtiere aufgelegt werden. Und man erfreut sich miteinander an der Beute dieses Jagdtages, dieses Jagdereignisses. Und da wandert sie hin, in die Töpfe und Pfannen der Köche. Denn ist die Jagd auf ihrem Höhepunkt, geht's auch in den Küchen der oberösterreichischen Gastronomie wild zu. Die Wildbretsaison beginnt. Schon wieder so ein jägerlateinisches Wort. Also ich habe schon mehrere Interpretationen gehört. Mir gefällt die beste. Sie kommt vom Wildbraten. Man schreibt es zwar zum Teil ein bisschen anders, aber ich denke, das wäre die schlüssigste Erklärung. Wildbret und Wildbraten hat viel damit zu tun. Und der ursprünglichste Sinn der Jagd war die Gewinnung des Wildbrets, des Fleisches. War natürlich für die Lebenserhaltung der Menschen früher wichtig. Und außerdem gesund, wenig Cholesterin, feinfaseriges Fleisch, kaum Fett und reich an Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Superfood wild, derzeit auf vielen Speisekarten zu finden. Rund ein Drittel der Gastronomen bieten Wildbret an auf der Speisekarte in verschiedensten Facetten mit tollen Beilagen und tollen Zubereitungsarbeiten. Also es ist auf alle Fälle einen Besuch wert. Das große Wildessen fällt im Corona-Jahr den Schutzmaßnahmen zum Opfer. Aber der Schüsseltrieb lässt sich auch in kleinen Gruppen befriedigen. Und da ist es schon wieder, dieses Jägerlatein. Die Jägersprache ist eine sehr blumige Sprache, drückt immer etwas aus, was man tut, was man damit assoziiert. Wir verbinden natürlich nach dem Jagdtag auch vieles mit Hunger und Appetit, also Schüsseltrieb. Regional, natürlich, umweltfreundlich und gesund. Vom Hasen bis zum Hirschen, vom Fasan bis zum Wildschwein. Bei heimischen Wildgerichten kommt der Rohstoff Fleisch aus der unmittelbaren Umgebung, aus einem der 950 Jagdgebiete in Oberösterreich. Jagd ist am Beginn einmal gelebter Naturschutz von den Jägerinnen und Jägern in Oberösterreich. Dann gesellt sich eindeutig dazu die Kultur und die Tradition. Das heißt, Jagd ist so viel mehr, auch in der Ernährung, auch in der Regionalität und vor allem auch im Geschmack. Und noch ein kleiner Tipp. Besonders gut schmeckt's dort, wo der Wirt auch der Jäger ist.